Hallo und herzlich willkommen zusammen wieder S19. Wir stehen hier vor unserem Hintergebäude. Und vor euch wundert. Hey, wieso kommen Mod-Vorstellungen auf einmal so früh? Heute werden an diesem Sonntag zwei Mod-Vorstellungen kommen, weil ich den letzten Sonntag wegen technischen Problemen nicht machen konnte. Also, schlecht, da kommen heute einfach am Sonntag zwei. Und am Samstag kamen zwei CP-Folgen, zwei Crossword-Tutorials-Folgen und ja. Wir werden uns heute um großes Mod-Paket und zwar um Fliegel BTP-Pack. Ja, das ist ein kleines Pack. So ein bisschen kleines Pack. Ja, die beiden nehmen sie nicht viel. Nur von der Größe halt, können wir halt überall die Farbe ändern, zum Beispiel Blau und Designfarbe, Schwarz, kann man ja so nehmen mal, Raffi erstellt, Drehbogen oder Nokia, dann Nokia immer noch scheiße, wenn ich sein darf, was? Abschreibkanten. Ja. Es sind zum Beispiel für Ballen. Easy Auto Load. Das, da kommt wieder so eine schöne Sache. Kapazität. Klappbare Seiten, gerade aufbauen. Keine Ahnung, wenn. Wofür muss das schon sein? Koffer mal gepflegt. Dollys. Lizard oder der Bogen kann auch wieder die Farbe ändern. Ich mache mal den Doppeldachser, weil er mir einfach besser gefällt. Hauptfarbe. Wir schauen uns alles mal später an. Na, Gelb sieht nicht so schön aus. Rot. Na, was sind wir denn so ein Donny? Schwarz, ja. Müssen wir ein bisschen schnell mal durchgehen, weil sonst dauert diese Folge abartig lange. Kann man ja mal Bau nehmen. Kann. Es gibt Lenkachse natürlich. Ich sag mal noch der Kapazität. Ach guck mal. Und mal groß. Den holen wir mal zu. IT. Abschaff kann ja. Ich sag mal der. Noch der. Kapazität. Ach guck mal. Extra auf den Forst. Das so. Und ja, ich. Ja, sonst wären wir hier nie fertig. Das sind ungefähr die gleichen, also können wir uns schenken. Die wird man auf jeden Fall holen. Ah. Wir werden den 5er Rundballen holen. Dann werden wir das hier holen. Ah, das ist cool. Dann werden wir so ein Spieß halt nehmen und die zwei Zeichner von Ballen zum Beispiel und das nehmen wir mal, aber das sieht cool aus. Kann man so also Rutsche machen, zum Beispiel was reinladen. Kaufen wir mal. Hey. So. Die übrigens. Ja, sieht auf jeden Fall schon cool aus. Das muss man sagen. So. Das sieht schon gut aus. Also, den Dollen wirst du gleich nicht verfolgen. Hey, ich habe ein Problem. Weil ich Intelligenzbeste habe jetzt hier keinen Achiever mit reingenommen. Ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Ist auch keiner dabei. Nee, ja. Irgendwann wird nicht so schlimm sein. Wir probieren mal als erstes die Mulder, sag ich jetzt mal. Also die Butcher, wie man es auch nennen will.
So, was kann die denn alles? Plattform senken, Abgabe hinten linken. Alter, geil. Ich fahre die mal kurz aufhören und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also würfeln die gerade auf. Die schöne Butcher. Oder Ladefläche, wie man die nennen können. Man will. Ja, auf jeden Fall schön. Alles rein, kannst du heute auch alles reinschmeißen. Spanngurte. Boah. Sieht geil dafür Holz. Ja, dann kann man die. Ich kaufe kurz hier das Land. Kaufen, danke. Ist ja jetzt egal. Mach schon wieder weg. Plattform senken, Abzipkalte, hier abladen, Strich. Na komm. Funktioniert auch. Ja, es hat. Gucken. Ah, es hat nur. Aber ein bisschen Spielverkehrt. Was dann so passt. Das funktioniert auch mal sehr gut, außer dass er im Spielverkehr ist. Ist aber, finde ich, persönlich nicht schlimm. So, wechsel mal kurz zum Großaufflieger. So. Oh, der hat ein bisschen schon Wendegras leider. Dann. Oh. Da beginnt schon aufklappen. Oh. Spengler Paletten. Körperbahn. Visionspaletten. Elkerdanksbaumwolle, Paletten. Nehmen wir kurz Quaderballen, ich weiß nicht, wie wir hier drauf gehen. Wir kaufen jetzt einmal mal 16. Ja. Ich schon 16, wenn wir hier drauf gehen. Schalt das ganze Ding an mit U. Und schwuppdiwupp. Was ein Auto dort macht. LED auf. Mich würde jetzt interessieren, wie 4, das war ja 16. Und jetzt haben wir dann 24. Natürlich schauen wir uns jetzt da hinten. Oh. Okay. Okay. 24, 32. Also 200 Spalten kann man sich schon gönnen. Ja, nee. Kann es so machen und dann halt, wenn man will, kann man so machen. Man sieht es halt nochmal schön aus mit den Spanngurten her. Ja. Wir fahren den mal hier ein bisschen auf die Seite. So. Was können wir noch ausprobieren? Wir wollen den Auflieger. Ich. Ah. Halt. Wir werden gucken, ob die Gabel auch Autolaut hat. Oder einfach, ob sie. Das heißt jetzt mal so gegangen, dass es eine stinkende Gabel ist. Ja, ist sie. Ist eigentlich eine stinkende Gabel, werden dann die anderen auch nicht viel anders sein. Ist halt Bescheid, weil der IT-Runner hat dann, schätze ich mal, auch mal, Dings hier, Autolaut, und, ja. Nee, Paletten haben wir ja nicht, das sieht aus wie Quaderbahn, genau, wieder mit U anschalten, so. Wenn wir, dieser Mod ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Sollte denn auch anders das sein. Ja. Aqua. Unten rechts.
sieht doch schon cool aus, dieses Icon, sag ich jetzt mal. So, wer mitgezählt hat, weiß jetzt, wie viele Beine drauf sind. 2, 3, 4, 5, 6, 12. Was? Lol. 12, 15, 17 Beine, das, was ich gerade nicht erzählt habe, gehen hier drauf. Also schon eine Menge eigentlich. Ja. Geht das halt klar, dass sowas aussieht, dafür kann er nichts. Was ich mal ausprobieren will, was dieser Kleine hier kann, warte mal. Da passt auch hier der Güldene Ange wie angossen. Gummi. Lass hier einfach qualmen. So. Hopp, die Schupp. Aufklappen. Was? Ah! Abdeckung schließen? Achso, ich hätte schon mal gedacht, bitte was? Wir haben immer noch Quader wollen. Nein. Wie ich das zuklappen? Lol. Okay. Ich schätze, hier werden jetzt natürlich nicht so viel drauf gehen. Dann kommen wir nochmal 4. Ich denke, dann war's das, weil. Aber trotzdem ist das eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Jetzt, ändern wir nur die Ablagestation. Oh. Eieiei. Da sieht man jetzt schon rechts die ganzen Tastenbelegungen. Also Shift und dann. Ja, ich muss schon. Achso, STRG links. Ja. Hier ist ganz klar ein Vorteil. Ups. Kann man halt das Ganze einstellen, die uns haben will. Ja. Ah. Rückwärts bewegen, rechts. Wie man es halt haben will, sag ich jetzt mal. Ich will jetzt einfach nur STRG B hier abladen und drüber Z hat man das ganze Ding abgeladen. Und dann drückt man hier nochmal X. Dann machen wir hier Warnblinker an. Dann macht man. So. Ich weiß, dass die Mod-Verstellung schon ein bisschen länger geht, aber das werde ich jetzt ausprobieren. Den Fendt davor, dass wir den auch bestimmt mal benutzt haben. So. So. Geht das? Man will hier natürlich die Sachen, so schnell wie es geht, auf Herz und Niere testen. Jetzt wird auch gucken, ob das auch jetzt hier geht. Also, wäre möglich, oder ist möglich, sag ich mal so. Wer gut zu fahren, wer gut fahren kann, so wie ich, der schafft das. Ein Spaß. Ist ja alles gut. Ja. Das sieht auf jeden Fall schon cool aus. Wie gesagt, den Link zum Mod findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Schönen Sonntag noch und viel Spaß bei der zweiten Mod-Vorstellung. Haut rein. Ciao.